Starten wir mal wieder eine neue Runde The Fischer Online. Ich stehe ja immer noch hier im wunderschönen Frankreich. Warum bin ich hier noch nicht weggedüst? Nicht nur, weil die Fische hier wahnsinnig gut Silber bringen und fette XP-se, sondern weil die Reisekosten hierher auch so teuer waren. 50 Silber, Alter. Das musst du erstmal wieder reinholen, 50 Silber. Als erstes und als wichtigstes, tatsächlich, es gab glatte 10.000 Ocken. Wow. Wow. 10.000 Silber. Wow. Das ist natürlich abgefahrener Scheiß. Ich kaufe mir für 10.000 Silber Regenwürmer. Oder? Wir rechnen das einfach mal durch. Nehmen das 30 Kilo Equip. Das Maximale. Das sind 3.270 plus 4.637 plus 421 ist man bei 8.300. Kratsching sind die auch noch dran. Das heißt, da müsste ich jetzt hier in dem Bereich sein. Die kleineren Routen, die schmeiße ich ganz normal auch nochmal hier raus. Auch hier sind ja schon die etwas besseren Rollen dran. Brauner Boili, grüner Boili. Und dann haben wir jetzt hier, das ist die neue Karpfenroute. Carp Hunter 400. Schön auch von den Details, sehr gut. Und dann haben wir jetzt hier nochmal den gelben Boili ran. Und ballern das Gerät jetzt hier ins 3,5 Meter Loch maximal raus. Fliegt, ja. Und was man jetzt schon sofort sieht, rechts unten, wo die Hand jetzt gerade ist, Bremse geht hoch bis 24. Das ist natürlich schon krass. Und wieder bis hier auf dem Grün. Ist es denn wahr, ey? Ui. Ui, 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 ui. Ein Punkt geht noch hoch, mehr nicht. Ich glaube, bei 10 oder sowas macht das Ding dicht. Der zieht auch schon ganz gut. Der zieht ganz gut. Da pumpen wir nochmal ein bisschen hart rein. Ja, aber wir kriegen ihn. Oh! Ja! Ich bin noch ein bisschen beschäftigt hier. Ja, Mann. Komm, Kescher, Kescher, Kescher. Ja! Und? Schön! 12,5. Fängt schon gut an. Nehmen wir doch gerne. Zack, 10,5. Mehr gehe ich damit nicht hoch. Und den kriegen wir aber auch ganz gut raus. Auf den Brown Boili, den Brown Boili. So, und jetzt schwimmt er hier schon halb durch die Erde. Er will dringend zu mir. Finde ich nett. Auch nochmal einer mit 10. Sehr gut. 10 Kilo. Finde ich fair. Und da ruckelt's wieder hier. Zack, auf der 2. Und wieder auf Boili Grün. Alter. Alter. Da müssen wir mal gucken, ey. Anscheinend lüppt bei mir gerade hier der Amurköder. Schön langpumpen hier. Schön immer rein. 31, 32. Er haut immer noch ein bisschen ab. Der hat noch richtig Power. Trotz allem, dass er abhaut, immer so ein bisschen weiter nach rechts ziehen. Dass er eben nach links abhaut und nicht nach rechts abhaut. Sonst wäre das schon ein bisschen tragisch. Weil auf den Routen hier mit der Schnur würde ich ihn auf jeden Fall im See verlieren. Der zieht mich dann leer. Und komm ran, ey. Und komm ran, unter 10 Meter. Und hart jetzt rein in den Pump. Und rechte Maustaste und ziehen. Alter, jetzt voll rein. Jetzt voll rein. 8 Meter. 8 Meter. Komm, 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 Alter. Hart in den Pump. Aber trotzdem noch mehr in die Richtung. Das ist gerade schlecht, dass er hier in die Mitte abhaut.
Wenn er gleich abhauen will, ist er dann weg. 7 Meter. Komm, komm, komm. Alter, jetzt wird's aber hart. Jetzt wird's hart. Jetzt, der hat richtig Gewicht noch. Vielleicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ein Leder. Ich dachte, das wäre ein Amur. Ficky fucking ein Lederkarpfen. Alter. Alter. Oh mein Gott. Der will noch gar nicht weg, ey. 5 Meter noch draußen. Komm, komm, komm. Jetzt. Komm, Kescher ihn noch. Nein. Schon wieder mit dem... gefettfingert. Schon wieder mit dem Daumen auf die... auf die Taste gekommen. Scheiße. Der nimmt dann einfach die Kescher nicht raus. Weißt du, da hast du die Chance. Kannst sie quasi schon auf den Kopf spucken, dem Fisch. Und er nimmt den Kescher nicht. Jetzt, Alter. Jetzt. Jetzt, nimm ihn doch. Alter, auf was wartest du denn? Und ich dachte, jetzt zückt er die Machete und haut... Alter, 17 Kilo, ey. Und das auf der kleinen Route natürlich wieder. Jetzt ist mir wieder warm, ey. Mann, ist das warm. Ich gehe jetzt mal... Wo gehe ich denn mal hin, ey? Ich glaube, ich gehe mal hier hinten hin. Ich war jetzt eine ganze Zeit hier vorne in dem Bereich, habe hier geangelt. Jetzt gehe ich mal hier hinten hin. Also nochmal ein bisschen weiter runter. Genau, hier ist so die Ecke. Wobei, wie gesagt, hier war auch nicht schlecht, ey. Gerade mit Rapfen und so. Komm, einmal auswerfen. Zack, siehste. Boah, und geht auch gut rein, Rick, ja. Siehste, wieder ein Rapfen. Okay, ich ziehe ein paar Rapfen. Wenn die hier beißen, direkt ist das top. Und zack. Und sogar auch noch ein großer, Alter. Mega, ey. Nice. Large. Das sind dann die großformatigen. Nicht direkt Trophy. Das gibt's dann nochmal in größer. Wäre auch richtig geil. Jetzt noch ein Trophy-Rapfen. Zack, und dann geht er wieder rein hier. Jawohl. Bam. Aber auch nur ein kleiner. Okay, gehen wir weiter. Gehen wir eine Ecke weiter, sonst kommen wir hier nicht weiter. Eine Ecke weiter unten. Jetzt müssen wir mal den Fluss ein bisschen im Blick behalten. Wir befinden uns jetzt gerade hier so in dem Bereich. Hinterm Wald sozusagen, die Ecke. Mal gucken, ob man das sieht. So, und von der Map her, das ist jetzt hier, da ist der Wald vorbei. Direkt die Stelle mit dem 4-Meter-Loch. Und hier baller ich jetzt nochmal rein. Gucken wir mal, was hier so beißt. Und nachts werde ich hier dann mal auf Stör gehen. Oh, der kämpft aber ein bisschen besser. Was haben wir denn da dran? Hallo, ich bin angetan. Zumal ich hier eine überlegene Rolle gerade dran habe. Das ist ein schöner Rapfen. Oh, das ist ein schöner Rapfen. Oh, der hat sogar kurz die Bremse getriggert. Oida. Alter, das ist ein schöner Rapfen. Ich freu mich, wa? Komm. Und Kescher ihn. Yes, 7 Kilo, ey. Aber noch nicht mein größter. Sonst kommt hier unten links in der Ecke, steht jetzt einfach nur Large Ass Red Feather. Sonst würde da auch ein lilaner Text stehen, bla bla bla, neuer Rekord.
persönlicher Rekord. Und XP mal 3. Oh mein Gott. Yes, 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 yes. Yes. Geht auch direkt wieder hart rein. Alter. Geht sogar noch mehr rein. Oh. Alter. So habe ich mir das vorgestellt, ey. Da, da, da ist ein fetter Hecht. Ich glaube, es war ein Hecht. Ja, Mann, dicker Hecht. Boah, Trophy-Hecht hätte ich natürlich übelst Bock drauf. Übelst Bock auf Trophy-Hecht. Natürlich. Ja, Mann, Alter, wieder am Fighten ist. Mega. Ob ich hier rum muss irgendwie? Ja. Oh, der will noch nicht, ey. Der will noch nicht. Nee, 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 der will noch gar nicht. Der hat noch richtig Power. What? Alter. Hab mal ein bisschen Respekt, Alter. Komm mal ran hier. Zack. Och. Da hatte ich aber schon größere dran. Klatsch. Tja, wenn das so geht hier mit dem Treiben lassen, ist das aber sexy, ey. So, jetzt haben wir gleich 17 Uhr, schon mal gut. Langsam, langsam wird's Abend. Und dann baue ich gleich nochmal oben hier auf Stör. Gucken wir mal, ob da irgendwo ein Stör zu kriegen ist. Oh, Alter, wie gut. Oh mein Gott, wie gut. Auch wieder in die Bremse rein. Oh, damit bin ich aber jetzt gerade schon zufrieden, ey, dass das so klappt. Was haben wir jetzt hier? Auch wieder ein Hecht. Hat sich noch nicht aufgebäumt. Vielleicht doch eher jetzt ein Rapfen. Ja, Rapfen. Geil. Alter. Ja, der ist aber mal stattlich, ey. Schön. 6,3er. Fetter Rapfen. Yeah. Und ich befinde mich, wenn mich nicht alles täuscht, befinde ich mich irgendwo hier in dem Bereich. Hier ist der Wald. Da endet der. Das heißt, eigentlich müsste vor mir hier... Geht schön weit, jawohl. Ja. Das sieht gut aus. Hier baller ich rein. Oh mein Gott. Das ist die dicke. Das ist die dicke Route. Das ist die Karpfenrod. 30 Kilo. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Geht aber nicht in die Bremse. Aber hart an dem Bereich.
Da war schon was zu sehen, ne? Ich glaube, es ist ein Delfin. Da ist was zu sehen, da ist was zu... Ich glaube, das ist ein Stör, ne? Ich glaube, es ist ein Stör. Ja, Wollo. Ja, Mann. Yes. Oh, der ist aber flach. Das war aber laut, ey. Hui! Aber ist zumindest schon mal ein Stör. Und er ist noch nicht mal maßig. Kein maßiger Fisch. Bringt 20 Silber immerhin. Gut. Ist okay. Kretsching. Und stellt zurück für den nächsten Stör.